Oh, hallo. Ich bin's wieder, euer Schmuddelkind. Heute möchte ich mit euch über einen recht neuen Star aus der Verschwörungsbubble sprechen. Es soll um Gunnar Kaiser gehen. Das ist der sympathische, gut aussehende junge Typ, der euch gerade begrüßt hat. Nein, ich meine doch nicht mich, der Typ hier. Gunnar Kaiser ist YouTuber, Philosoph und ehemaliger Deutschlehrer und er hat im Zuge der Corona-Pandemie eine große Anhängerschaft in Querdenkerkreisen erhalten. Sein YouTube-Kanal hat zu diesem Zeitpunkt sage und schreibe 226.000 Abonnentinnen und seine Videos besitzen bis zu 500.000 Aufrufe. Doch anders als die meisten anderen Wortführer dieser Szene ist er nicht bekannt für extreme, emotional aufgeladene Äußerungen. Seine Beiträge wirken eher unaufgeregt, zurückhaltend und nachdenklich philosophisch. Sie sind absolut hochwertig produziert und es wird offensichtlich sehr viel Wert auf eine intellektuelle und gutbürgerliche Ästhetik gelegt. Seine Intros und Outros sind mit klassischer Musik unterlegt und häufig sieht man ihn bei gedimmtem Licht, vor vollen Bücherregalen oder am Kaminfeuer mit nachdenklicher Mimik fast schon in die Kamera flüstern. Er ist wortgewandt und offensichtlich sehr belesen. Durch mein letztes Video über die Great Reset-Verschwörungserzählungen habe ich erkannt, wie aufschlussreich es sein kann, auch mal über die ideologischen Grundlagen der Verschwörungsverbreiter zu sprechen, um von dem ganzen Bullshit mal zum eigentlichen Kern zu kommen. Denn ich kann natürlich Stunden verbringen, die einzelnen Aussagen zu entkräften, aber mindestens genauso interessant ist es doch, die Motivation hinter den Überlegungen zu verstehen. Und so sollten wir auch Kaisers politische Ausrichtung mal etwas genauer unter die Lupe nehmen, um seine Positionierung während der Corona-Pandemie zu verstehen. Denn diese politische Ausrichtung spricht er selten offen aus, sie steht aber meiner Meinung nach im Zentrum seiner Einschätzungen und Schlussfolgerungen. Und es ist eine, die sehr weit entfernt ist vom gesellschaftlichen Grundkonsens, wenn man in der heutigen Zeit noch von so einem sprechen möchte, und sie ist damit durchaus erklärungsbedürftig. Gunnar Kaiser ist Hayek-Anhänger, der wiederum der österreichischen Schule zuzuordnen ist. Die österreichische Schule ist eine marktradikale Ausrichtung der Volkswirtschaftslehre, die, grob gesagt, freie Märkte über staatliche Interventionen und die Freiheit des Individuums und das Privateigentum über die Interessen der Gesamtgesellschaft stellt. Laut Hayek ist ein großzügiger Sozialstaat der Weg in die Knechtschaft. Das ist auch der Titel seines bekanntesten Buches. Es gibt wohl kaum ein Ereignis, das diese Denkrichtung mehr herausfordert als eine globale Pandemie. Diese Tatsache sollte also verdeutlichen, welche Ablehnung Kaiser als Anhänger der österreichischen Schule gegenüber den staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie empfindet. Und man kann meiner Meinung nach ruhig so argumentieren. Also man kann der Meinung sein, dass die individuelle Freiheit wichtiger ist als das Überleben eines bestimmten Anteils der Bevölkerung, der durch die Aufhebung der Maßnahmen unvermeidlich an diesem Virus sterben würde. Im Grunde sind ja auch alle Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben, eben eine solche Abwägung. Aber in Anbetracht dessen, dass dieses Virus alleine in Deutschland knapp 100.000 Menschen auf dem Gewissen hat und das trotz teils drastischer Maßnahmen und dass ca. 10-15% aller Erkrankten mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben, klingt das halt nicht besonders nett. Und so redet man vielleicht lieber darüber, dass da doch irgendetwas faul ist, dass die Zahlen so nicht stimmen können, dass es einen großen Plan gibt, uns unsere Freiheit zu rauben. Und man behauptet vielleicht lieber, dass die Maßnahmen mehr Schaden anrichten als das Virus selbst. Kaiser hat wohl alleine durch seine politische Ausrichtung eine ganz andere Messlatte als die meisten anderen Menschen, wenn es um die Abwägung zwischen individuellen Freiheiten und dem Retten von Menschenleben geht. Würde er den Maßnahmen denn überhaupt zustimmen, wenn das Virus gefährlicher wäre? Wie diese Aussagen Kaisers suggerieren, ja, selbst dann nicht. Also Pflicht, wenn man überhaupt von diesem Begriff sprechen mag, in einer Zeit, in der die Unmündigkeit und die Heteronomie, die Fremdgesetzgebung über den Menschen so übergroß geworden ist. Unsere Pflicht ist es in erster Linie, auf uns selbst und auf unsere Liebsten zu achten. Die Aufgabe der Freiheit sei grundsätzlich legitim, wenn das Virus nur gefährlich genug ist. Wenn die Maske nur nützlich genug ist. Aber diesem Gedankengang liegt bereits die verinnerlichte Ideologie zugrunde, auf die sich meine eigentliche Kritik ja bezieht. Es geht nur noch darum, wie man das höhere Ziel, hier im Sinne eines technokratischen und eindimensionalen Healthism, die Volksgesundheit, wie man dieses Ziel schützen und erhalten kann. Wenn die Gefährlichkeit des Virus für Kaiser offenbar keine Rolle spielt, wieso beschäftigt er sich dann so intensiv mit der Anzweiflung dieser?
Es ist offenbar ein Mittel zum Zweck. Denn solange er die Gefährlichkeit des Virus anzweifelt, muss er nicht über seine politischen Ansichten sprechen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass man sich Kaiser sehr lange antun kann, ohne wirklich über diese zu stolpern. Und das, obwohl sie, wie gesagt, ziemlich eindeutig eine wichtige Grundlage seiner Schlussfolgerungen ist. Gunnar Kaiser legt offensichtlich sehr viel Wert darauf, undogmatisch zu wirken. Also als jemand, der politisch nicht so genau zu verorten ist. Was diese Verschleierung noch verstärkt, ist die Tatsache, dass er sich in seinen Beiträgen sogar häufig auf PhilosophInnen beruft, die eher dem linken Spektrum zuzuordnen sind. Auch wenn ihm natürlich als Wirtschaftslibertärer und Gegner von sozialen Maßnahmen nicht wirklich viel an ihren Schlussfolgerungen liegen dürfte, so pickt er sich dennoch häufig einzelne Zitate oder Teilbereiche ihres Denkens heraus. Er tut dies auf zwei Arten. Entweder um seine wirtschaftslibertären Ansichten zu untermauern oder um zu behaupten, dass die moderne Linke von ihren ursprünglichen Positionen abgewichen und die Konservativen heutzutage die wahren kritischen Denker seien. Warum ist auf einmal Machtkritik rechts und Autoritätshörigkeit links? Warum ist es auf einmal links, die Pharmaindustrie zu verteidigen? Wo sind all die Intellektuellen hin? Warum schweigen sie? Was hätte Harald Welzer dazu gesagt, wenn er noch bei Trost wäre? Warum haben eigentlich Orwell und Huxley so sehr untertrieben? Auf einmal ist das nackte Überleben der Alten so wichtig, dass wir sogar die Zukunft unserer Kinder dafür riskieren, während in den Jahren zuvor man die Renten gekürzt hat, die Alten abgeschoben hat und ihnen als für den Klimawandel und alle Übel der Vergangenheit Schuldigen und Verantwortliche sogar ein schnelles Ableben gewünscht hat. Auf einmal ist es okay, dass alte weiße Männer, vor allem alte weiße Männer, in Politik und Wissenschaft uns die Welt erklären, während das in den Jahren zuvor als Grund für unsere Blindheit, für unsere Einseitigkeit und für unsere Sturheit galt. Auf einmal klatschen wir dankend Beifall für drastische Grundrechtseinschränkungen und ermächtigende Gesetzesänderungen, während wir in den letzten Jahren zuvor panische Angst vor autoritären Rechtspopulisten hatten, die uns die Freiheit nehmen wollten und die Demokratie abschaffen. Er schafft es ganz geschickt, über diesen Umweg sogar irgendwie auf den ersten Blick eine gewisse Nähe zu diesen linken Positionen zu suggerieren. Dabei sind sie für ihn offensichtlich nur ein Instrument, um seinen Gegnern vorzuwerfen, sie würden sich in Widersprüche verstricken, während er gleichzeitig dem aktuellen Zeitgeist attestiert, links verblendet und der Politik planwirtschaftlich ausgerichtet zu sein. Wenn er sich auf die Maßnahmenbefürworter bezieht, so versucht er ihnen dogmatisches Handeln oder böse Absichten zu unterstellen. Wenn es um seine eigenen Positionen geht, so wirken diese häufig augenscheinlich, ja fast schon wertfrei und natürlich total aufgeschlossen. Er beruft sich auf Freiheit, Demokratie und Grundrechte, also Werte, auf die sich alle einigen können, auf alternative Daten und Fakten, mit denen er seine Zweifel begründet oder eben auf sein Bauchgefühl. Für einen Philosophen bezieht er sich auffällig häufig auf sein Bauchgefühl. Das alles ist richtig. Und es hat seinen Grund, dass es da ist. Und dieser Grund dafür, dass das da ist, die Gefühle, die Zweifel, die Nachdenklichkeit, irgendwo in dir drin, der Grund dafür lautet, dass du es bist. Es sind deine Zweifel, es sind deine Gefühle, es ist deine Nachdenklichkeit. Es geht um dich. Und damit kannst du nicht falsch liegen. Du hast Zweifel. Du findest es nicht normal, was da abgeht. Du fragst dich, was mit dir nicht stimmt. Du fragst dich, was du wirklich willst. Und das bedeutet, dass du einen Zugang zu deiner inneren Stimme hast, den die meisten anderen Menschen nicht haben. Vielleicht brauchen sie nicht, diese innere Stimme. Vielleicht haben sie sie nie kennengelernt, haben sie nie vernommen. Aber für dich ist das nicht mehr möglich. Da kannst du jetzt nicht mehr zurück. Du weißt, dass du bist und nicht jemand anders. Du weißt, dass nur deine innere Stimme dir sagen kann, was richtig und was falsch ist. Und du kannst lernen, ihr zu vertrauen und auf sie zu hören. Die allermeisten Menschen auf der Welt vertrauen eben nicht auf ihre eigenen Gefühle. Ja, das eigene Bauchgefühl. Das klingt so schön undogmatisch. Schließlich gibt es nichts Wertfreieres als die eigene innere Stimme. Ich weiß ja nicht, ob ich damit alleine bin, aber ich finde, Menschen mit einer politischen Agenda sollten auch entsprechende Forderungen stellen und mit ihren Positionen offen umgehen.
Gunnar Kaiser versucht seine Zuschauerschaft da etwas anders heranzuführen, indem er versucht, seine Schlussfolgerungen als die einzig wirklich demokratische und freiheitliche Position zu verkaufen. Kommen wir nun also auf Kaisers Demokratieverständnis zu sprechen. In meinem letzten Video sprach ich ja unter anderem schon über den Geschäftsführer von Degussa Goldhandel, Markus Krall, und seine Atlas-Initiative. Kurz zur Erinnerung, Krall ist ein paläolibertärer, religiös verblendeter Ideologe, der den Sozialismus für die Ausgeburt Satans hält und eine bürgerliche Revolution vorantreiben möchte. Er spricht sich unter anderem dafür aus, Sozialhilfeempfängern das Wahlrecht zu entziehen. Klingt komisch, ist aber so. Wer mehr darüber erfahren möchte, der schaue sich gerne mein letztes Video zu der Great Reset-Verschwörungserzählung an. Dort wird alles erklärt. Um seine politischen Ziele voranzutreiben, hat Krall die Atlas-Initiative gegründet und Gunnar Kaiser hat in der Vergangenheit unter anderem Kralls Bücher empfohlen und der Atlas-Initiative bereits mehrere Interviews gegeben. Außerdem hat Kaiser eine Plattform namens Symposium gegründet, bei der man ab einem Mitgliedsbeitrag von schlappen 49 Euro im Monat Zugang zu wöchentlichen Livestreams von verschiedenen Dozenten aus den Bereichen Philosophie, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Ökonomie und Gesundheit bekommt. So die Eigenwerbung auf der Webseite. Einer dieser sogenannten Dozenten ist Benjamin Mutlak. Ein Wirtschaftsinformatiker, der auch Mitglied der Atlas-Initiative ist und der auf dem YouTube-Kanal der Atlas-Initiative die Interviews führt. Und ein Beitrag des Symposiums ist bereits freigeschaltet. Dort unterhält sich Mutlak mit dem Chefökonomen von Degussa Goldhandel und somit auch Arbeitskollegen von Markus Krall, Thorsten Polleit, darüber, dass das gesamte Gesundheitssystem samt Krankenversicherung komplett dereguliert bzw. privatisiert werden sollte. Außerdem trat Kaiser schon auf Veranstaltungen der Friedrich A. von Hayek Gesellschaft, dem Hayek Club Salzburg und dem Hayek Club Hannover auf. Er ist also durchaus in diese Richtung aktiv. Aber ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass Gunnar Kaiser, der immer von Demokratie und Meinungsfreiheit spricht und der diese in Gefahr sieht, so argumentiert wie Markus Krall. Wobei Markus Krall natürlich auch behauptet, Demokratie und Meinungsfreiheit seien ihm wichtig. Für Krall ist es einfach nur undemokratisch, wenn Sozialhilfeempfänger Parteien wählen, die ihnen mehr Geld versprechen und somit in den Augen von Krall alle anderen ins Verderben stürzen. Und ich kann mir solche Worte aus Kaisers Mund bei bestem Willen nicht vorstellen. Im Namen der Demokratie darf jeder jedes anderen Eigentum begehren. Und jeder darf diesem Wunsch entsprechend handeln, vorausgesetzt nur, dass er Zugang in die Staatsgeschäfte findet. Also jeder hat sozusagen einen Grund dafür, die Demokratie zu befürworten, weil er sich selber potenziell auch einmal in der Lage desjenigen sehen kann, der davon profitiert. Also entweder der selber Herrscher ist und seine Taschen füllen kann, oder der er halt in der Mehrheit ist und die anderen ausbeutet. Unter Massenwahlen herrscht die Tendenz vor, dass jene Mitglieder der Gesellschaft Eingang in die Staatsgeschäfte finden und in die besten Posten aufsteigen, die kaum oder keine Hemmungen haben, das Eigentum anderer Menschen zu entwenden, also gewohnheitsmäßige Amoralisten, die besonders talentiert sind, aus den vielfältigen, moralisch hemmungslosen und sich gegenseitig ausschließenden Forderungen Mehrheiten zu bilden. Das ist ein super Zitat von H.L. Mencken, das Herr Hoppe hier anführt, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Allein durch ihr Verdienst kommen Politiker, wenn überhaupt, nur selten an ihr Amt, am wenigsten in demokratischen Staaten. Sicher, manchmal passiert es dennoch, aber nur aufgrund eines Wunders. Sie werden normalerweise aus ganz anderen Gründen gewählt. Führend darunter ist schlicht ihre Fähigkeit, die intellektuell Unterprivilegierten zu beeindrucken und zu begeistern. Sie werden allen, jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in ihrem Land alles versprechen, was er, sie oder es sich wünscht. Sie werden im Land umherziehen, um nach Chancen zu suchen, die Reichen arm zu machen und das Unabänderliche abzuändern, um das Unreparierbare zu reparieren, um das Unlösbare zu lösen, um das Unheilbare zu heilen. Sie werden alle Warzen heilen, indem sie Formeln darüber murmeln, und sie werden die Staatsschulden mit Geld zahlen, das niemand verdienen muss. Kaiser empfiehlt hier das Buch Der Wettbewerb der Gauner über das Unwesen der Demokratie und den Ausweg in die Privatrechtsgesellschaft des offenen Demokratiefeindes Hans-Hermann Hoppe. Sind die Warnungen Kaisers, dass die Demokratie gerade abgeschafft wird, also wirklich ernst zu nehmen? Liegt ihm wirklich etwas an dieser Demokratie oder ist das auch nur wieder ein Instrument, um das Misstrauen in den Staat zu befeuern und auch hier wieder seine politische Botschaft zu verbreiten, ohne sie je offen aussprechen zu müssen? So, ich denke, das reicht erstmal für heute. Ich werde zu Kaisers Ideologie noch einen zweiten Teil produzieren, in dem ich etwas näher auf sein Wissenschaftsverständnis und sein Verhältnis zu seinem Bauchgefühl eingehe. Also, stay tuned!